Lebenskünstler. Ich bin Schwester Anrika. Und ich bin Schwester Franzi Marie. Und auf diesem Kanal sprechen wir mit euch über christliche Lebenskunst. Heute wollen wir euch einen Einblick geben in das, was wir so in den letzten Wochen getan und erlebt haben. Wir haben mit unserem letzten Video die Reihe die Seelenburg abgeschlossen. Und merkt ihr etwas? Ich meine, diesen Raum kennt ihr nicht, oder? Dieser Raum, der ist etwas ganz Besonderes für uns, weil damit ist ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Seit wir mit diesem Projekt online gegangen sind, waren wir ja auf der Suche nach einem geeigneten Raum für ein Studio. Wir hatten erst einen kleineren Raum. Vielleicht erinnert ihr euch noch an manche Bilder davon. Aber der war insgesamt zu klein und auch sonst nicht so geeignet. Und jetzt haben wir also hier im Tagungszentrum Marienland einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen. Und den durften wir nutzen als Studio. Die Einrichtung dieses Studios hat echt, kann man sagen, so Gleichnischarakter mit dem, wie Gott uns im Leben so führt. Es ist nämlich so, Gott hat uns ja geschaffen und berufen zur Mitarbeit mit ihm. Er gibt uns jetzt keine fertigen Lösungen vor, sondern eher so etwas wie Bausteine und will, dass wir da mitmachen und selber da auch etwas daraus gestalten. So bekamen wir eben diesen Raum und er war vorher so ein Lagerraum. Und wir hatten schon eine Vorstellung, wie der nachher werden sollte, aber es ist ja so, ihr kennt das sicher auch, diese Spannung zwischen kreativer Gestaltung und Zulassen von Dingen, die so unerwartet kommen im Leben. Und wir sind dann an die Arbeit gegangen, haben uns ein Farbkonzept gemacht und Wandfarbe gekauft. Und wir geben es zu, keine von uns ist eine Profimalerin, aber wir haben uns beraten lassen und sind mutig ans Werk gegangen. Und DIY hat ja gerade in der Corona-Zeit auch ist im Trend gewesen und das hat dann einfach auch gepasst, dass wir das selber mitgemacht haben. Was unsere Möbel angeht, da hatten wir ja einiges mitgebracht vom alten Studio. Da hatten wir schon vor 2 Jahren mal in einem alten Möbellager bei uns Schwestern geschaut und so Möbel ausgesucht wie alte Stühle, eine Kommode, einen Tisch. Und die hatten wir ein bisschen aufgepeppt. Und dann, genau in der Zeit, als wir da dran waren, hat uns eine Mitschwester noch erzählt, dass sie eine Frau kennt, die jetzt gerade die Wohnung ihrer Mutter auflöst und Möbel übrig hätte. Wir durften dann kommen und uns die anschauen und wir waren richtig begeistert. War so ein schöner Couchtisch und dann zum Beispiel so ein toller Schrank, der jetzt hier steht und eine richtig coole alte Lampe. Und die haben wir dann halt bekommen und durften die mitnehmen. Und wir haben gesagt, also das ist wirklich Führung, das hätte man nicht besser planen können. Und sogar haben wir noch einen Teppich bekommen, einen richtig schönen großen Teppich, der haarscharf hier in dieses Studio reinpasst. Wieder voll gemacht, gell? Ja. Ja, und die nächste Schwierigkeit bestand dann darin. Ihr hört jetzt im Moment, ist der Ton schrecklich. Nachher hoffen wir, dass es dann sich besser anhört als jetzt. Wir schauten dann, recherchierten, was gibt es für Möglichkeiten. Wir wollten vor allem diese tieferen Frequenzen weghaben, weil es da so halt. Und da entschieden wir uns, selber Akustikpaneele zu machen. Wir waren nicht sicher, ob das klappt, aber wir dachten, wir probieren es jetzt mal. Und das war ein Abenteuer, aber wir haben echt viel dabei gelernt. Oh, allerdings, ich fand es total spannend. Das ist ja manchmal so im Leben, dass man dann eine Idee bekommt, aber dann noch nicht weiß, wie man die umsetzt. Und dann ja, nachfragen, probieren, nachhören. Und dann probiert man einfach mal aus. Und entweder es klappt, dann war es gut und richtig, oder es funktioniert nicht, dann hat man aber auch was gelernt. Und so bekommt man dann halt manchmal auch einfach Antworten auf die Fragen, aber wie geht es eigentlich überhaupt? Ja, also Stichwort gestalten und zulassen. Ja. Und wie sagt man so schön? Also probieren geht über studieren. Und in unserem Fall hat es auch tatsächlich funktioniert. Und wir sind irgendwie richtig froh, dass es so gut geklappt hat. Und tatsächlich auch ein bisschen stolz darauf. Ein bisschen.
Und jetzt machen wir eine Sommerpause. Auf YouTube, auf Facebook und auf Instagram. Wir machen einfach eine Zeit lang nichts. Aber keine Angst, am 1. Oktober werden wir dann wieder da sein mit neuem Content für euch. Also uns würde dann jetzt am Schluss einfach noch sehr interessieren von euch, welche Themen euch auf unserem Kanal besonders interessieren. Wie wir nach der Sommerpause weiter produzieren, ob ihr Wünsche habt, Vorschläge, einfach was euch gefällt. Wir haben eine Umfrage erstellt, den Link findet ihr da unten in der Beschreibung. Da könnt ihr dann anonym diese Umfrage ausfüllen. Und es würde uns wirklich sehr freuen, wenn ihr euch die paar Minuten Zeit nehmt, um das auszufüllen. Man lernt ja nie aus im Leben, man lernt immer dazu und uns geht es genauso auf diesem Kanal. Und deswegen hilft uns euer Feedback, einfach den Content zu produzieren, den ihr euch wünscht oder der euch interessiert und weiterhilft. Und nun wünschen wir euch eine wunderschöne Urlaubszeit und wir freuen uns auf das Wiedersehen im Herbst. Bis dann. Bis dann, macht's gut.